Moin Moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Mal wieder ein Lesetipp von mir. Erling Kagge ist ein Abenteurer, der in Oslo lebt, ein Verleger ist, der beide Pole bewandert hat, auf Mount Everest war und ihn ausgezeichnet hat, dass er vieles zu Fuß erkundet hat. Er hat sich ins Abenteuer gestürzt und hat vieles wirklich bewandert und hat dabei seine innere Ruhe gefunden, seinen Abenteuerdrang ausgelebt. Wir kennen ihn aus dem großartigen Buch Stille, ein Wegweiser. Das hatte ich ja hier schon bei mir auf Leseschatz TV besprochen. Das war das Buch, wo er nach dem Ursprung der Stille fragt. Die Stille in uns, die, was Stille ausmacht, wie wir Stille wahrnehmen und wie Stille heutzutage unglaublich wichtig ist. Er hat für sich entdeckt, dass alles, was er als Abenteurer erlebt hat, ihn immer dahin geführt hat, wo er halt diese Stille für sich empfunden hat. Er geht jetzt einen Schritt weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Er geht mit seinem Buch Gehen, Weitergehen, auch wieder eine Einleitung, dahin, dass er uns zeigt als Leser, wie wichtig es ist, wieder mehr Aufmerksamkeit dem draußen zu widmen, dem Gehen zu widmen, dass wir einfach in dem Moment, wenn man dieses Buch liest, auch wieder entschleunigt wird und dass man mitbekommt, dass man in dem Moment, wo wir zügiger gehen, beziehungsweise rascher etwas, einen Ort erreichen wollen, dass wir dadurch eigentlich nicht wirklich Zeit gewinnen. Das Buch ist wieder unglaublich schön gestaltet, genauso wie es ja bei Stille schon war. Ein haptisches Erlebnis, ein visuelles Erlebnis, auch wieder mit Fotos versehen im Buch, sodass man in diesem Buch lange drin rum lesen mag, das chronologisch liest und dann wieder sich selber ertappt, dass man zurückblättert, nochmal sich was anderes anschaut. So ging es mir jedenfalls bei Stille auch. Gehen selber ist für Kagge eine Entdeckungsreise zu sich selbst. Also das heißt, Gehen kann eine Entdeckung sein des eigenen Ichs zu sich selber. Und es gibt ja zum Beispiel Menschen, das gibt es ja manche Menschen, also man kann beobachten, wie wir gehen. Hier im Buch wird zum Beispiel geschrieben, dass Kinobesucher den Saal teilweise anders verlassen, gehend, als sie ihn betreten haben. Das heißt, wir verändern unser Gehen durch unsere Stimmung. Also das kann man ja eindeutig schon beobachten, wenn man niedergeschlagen ist, müde ist oder bedrückt ist, dann hat man einfach eine ganz andere Haltung. Man geht schwerer, der Gang ist schwerer, die Füße sind schwerer, man geht gebeugter. Das Gehen an sich ist eine ursprüngliche Fortbewegung. Das heißt, erst war das der Drang von der menschlichen Entwicklung her da, sich zu bewegen, das Gehen. Erst dann haben wir die Sprache eigentlich entwickelt. Das Gehen ist eigentlich der Ursprung unserer menschlichen Kultur. Und das finde ich auch toll, dass Kagge das am Schluss nochmal zeigt. Er macht den Schritt nämlich nachher ins Universum, dass er einfach nochmal die Erde uns zeigt, als Kugel, auf der wir alle leben und alle Menschen doch eigentlich nur Bewohner dieses Planeten sind und wir alle eigentlich gleich sind. Dieses Gehen an sich, der Ursprung, finde ich, unserer Menschwerdung, ist heutzutage immer mehr verkommen und das macht dieses Buch sehr, sehr deutlich. Kierkegaard zum Beispiel hat gesagt, ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen. Er war jemand, der in Kopenhagen halt wirklich durch die Straßen gegangen ist, gedacht hat, die Jugend hat es ähnlich gemacht. Es gibt heutzutage aber auch Städte, sowie auch Orte, wo man als Fußgänger komisch beobachtet wird und man sich auffällig bzw. verdächtig macht. Das sei, ist ihm in L.A. gegangen und zum Beispiel persönlich auf Gran Canaria, wo alle uns irgendwann gefragt haben, ihr geht wirklich zu Fuß? Also können wir euch irgendwie helfen? Ist was los? Und man soll bedenken, wenn man das Buch gelesen hat, Zeit vergeht rascher, wenn man das Tempo erhöht. Also ein tolles Buch, entschleunigt, macht Spaß, ein neuer Erling Kagge. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Schmidt bis von Leseschatz. Tschüss!